wo ich eine Anfrage bekomme mit ein paar Bildern, wo ich mir denke, wow, krass. Hätte ich jetzt zum Beispiel auch das Zeug dazu, Callboy zu sein? Hattest du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Wie hoch ist dein Bodycount? Sollte passen, Jungs, oder was sagt sie? Ja, sieht gut aus. Ich habe mich in meinen Videos ja schon mit verschiedenen Bereichen der Sexarbeit beschäftigt. Und dabei kam in den Kommentaren immer wieder eine Frage auf, gibt es auch Männer, die Sexarbeit anbieten? Und ja, die gibt's, und zwar sogenannte Callboys. Callboys bieten, so wie weibliche Escorts, sexuelle Dienstleistungen für Geld an, nur halt auch für Frauen. Ich habe das Gefühl, dass man von männlicher Sexarbeit im Vergleich zu weiblicher gar nicht so viel mitbekommt. Und deswegen bin ich heute mit Noah verabredet. Er arbeitet als Callboy und wird mir hoffentlich alles beantworten, was ich über den Job wissen möchte. Jo, hallo Noah, Tag. Grüß dich. Ich glaube, heute ist der kälteste Tag des Jahres. Definitiv, so fühlt sich das an, ja. Sag mal, wie würdest du deinen Job eigentlich bezeichnen? Also bist du Callboy, Escort, Prostituierter oder einfach Sexarbeiter? Alle Bezeichnungen sind ähnlich. Im Endeffekt kommt das auf das Gleiche, aber ich bezeichne mich als Callboy. Und was würdest du sagen, was ist ein Callboy oder was macht ein Callboy genau? Also ich persönlich, ich mache Frauen glücklich. Du machst Frauen glücklich? Genau. Okay. Das heißt, deine Kunden sind auch vorwiegend Frauen? Also nur Frauen. Ich bin 100% hetero. Mhm. Zwar, ich bekomme auch öfters Anfragen auch von den Männern. Aber die lehne ich gerne ab. Bei weiblichen Escorts jetzt zum Beispiel geht es ja schon vorwiegend um Sex. Wie ist das bei dir? Ganz anders. Man merkt schon definitiv einen ganz anderen Unterschied, wie das Ganze bei uns läuft. Aber hast du Sex mit deinen Kundinnen? Aber sehr gerne, ja. Okay, alles klar. Machst du das Ganze eigentlich hauptberuflich oder wie häufig triffst du tatsächlich jemanden? Also ich glaube, hauptberuflich würde das nicht mal wollen zu machen. Ich mache das nebenberuflich tatsächlich. Ein paar Mal im Monat kommen ein paar Anfragen, weil für mich ist es wichtig, dass es immer noch was Besonderes einfach ist. Und wenn du wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag das machen musst, dann ist das Feeling einfach nicht da. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Okay. Das heißt, wann hast du dein nächstes Date? Tatsächlich heute Abend. Heute Abend? Ja. Okay. Dann können wir dich gleich so ein bisschen begleiten, wie du dich vorbereitest darauf. Sozusagen, ganz genau, ja. Und wie teuer ist so ein Treffen mit dir? Boah, schon teuer. Ich möchte jetzt nicht genau auf die Zahlen einfach gehen, was ich nehme, aber für 2 Stunden zum Beispiel, es variiert natürlich von Callboy zu Callboy, aber da fängt schon bei 250 Euro an und geht auf bis zu 500 für 2 Stunden. Ja. Plus Reisekosten, alles drum und dran, Hotel. Overnights, wenn man das bucht, das kommt auch ab und zu. Das sind wir schon ab 800 Euro bis 1500 Euro. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Callboy zu werden? Ich glaube, damals hat ein Freund von mir von ähnlichen Sachen einfach erzählt. Es gibt irgendwelche im Internet Seiten, wo man irgendwie sowas anbieten einfach dann kann. Und da bin ich einfach drauf aufmerksam geworden und ja, habe angefangen da zu recherchieren. Sagen die Frauen dir auch manchmal, was so die Gründe sind, warum sie dich buchen? Diverse Gründe, also wirklich verschiedenste Gründe. Von die Ehe läuft seit 20 Jahren immer das Gleiche, nichts Neues. Deswegen wollen die ein bisschen die Beziehung aufpeppen. Auch die Frauen, die zum Beispiel Managerin sind und 60, 70 Stunden die Woche einfach dann arbeiten, die haben überhaupt gar keine Zeit, sich da irgendwie auf die Suche nach einem Mann einfach zu machen. Sie wollen nur tolle Zeit. Die haben in ihrem Kalender einfach 2, 3 Stunden oder die Nacht einfach frei. Und die möchten einfach in dieser Zeit aus diesem Minimumaufwand Maximum einfach rausholen sozusagen. Und die wissen, wenn die einfach zu mir kommen, bekommen die das auch. Mit Garantie sozusagen. Mhm. Oder auch Frauen, die irgendwelche Probleme einfach dann hatten in der Vergangenheit mit Männern oder das Vertrauen zu den Männern verloren einfach dann haben und möchten sich da neu ausleben und tolles Erlebnis einfach dann haben. Wie ist das eigentlich so in deinem Umfeld? Wissen alle deine Freunde, deine Familie, was du machst, dass du Callboy bist? Handvolle Freunde, sehr enge Freunde, die wissen Bescheid. Aber sonst Familie, keiner davon, keiner von denen. Okay, warum erzählst du denen das nicht? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein paar von denen es gar nicht verstehen würden, sozusagen. Weil die leben in ganz andere Welt. Und ein paar würden schon verstehen, aber es hat sich bis jetzt noch nicht so ergeben. Wo triffst du dich denn eigentlich in der Regel mit deinen Kundinnen? Gehst du dann auch so in ein Café wie hier oder trifft ihr euch so direkt im Hotelzimmer? Ganz unterschiedlich. Alles von Treffen im Café, um sich erstmal einfach kennenzulernen, um einfach zu schauen, ob die Chemie zwischen uns einfach passt, bis auch direkt Hotels sozusagen, wo es gleich einfach zur Sache geht, wo man vielleicht ein bisschen noch ein Gläschen Wein zusammen einfach trinken, sich besser kennenzulernen. Oder auch, ich wurde schon mal einfach erstmal in ein Restaurant eingeladen, wo wir erstmal ein 5-Gänge-Menü einfach dann gehabt haben, uns erstmal 2, 3 Stunden unterhalten haben.
und erst dann sozusagen ins Hotel gegangen sind. Hausbesuche sind auch sozusagen eine interessante Sache. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass männliche Sexarbeit akzeptierter ist, so als weibliche. Ich glaube, du als Mann hörst ja jetzt wahrscheinlich weniger, dass du gezwungen bist, deinen Körper zu verkaufen oder sowas, oder? Ja, schon, würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Obwohl es im Endeffekt genau das Gleiche einfach dann ist. Aber ja, von der Gesellschaft wird das ganz anders angesehen, definitiv. Also wenn ich jetzt eine Frau wäre und würde das Ganze einfach machen, da würde ich definitiv viel mehr einfach Vorurteile einfach dann machen. Als Mann sieht das Ganze einfach ein bisschen anders aus. Aber irgendwie komisch, ne? Also irgendwie auch ein bisschen unfair eigentlich, dass das so anders wahrgenommen wird. Definitiv, definitiv. Ich meine, wenn eine Frau mit 10 Männern schläft, wird sie gleich als Schlampe irgendwie dann bezeichnet. Wenn der Mann sagt, okay, ich habe mit 10 Frauen geschlafen, dann wird er das als Hero bezeichnet. Obwohl im Endeffekt ist es nicht das Gleiche. Mhm. Sozusagen von daher, ja, ein bisschen Ungerechtigkeit ist schon da, definitiv. Wie hoch ist dein Bodycount? Ich habe tatsächlich noch gar nicht gezählt, schwer zu sagen tatsächlich. Aber ich muss sagen, dass ich, nur weil ich diesen Berufung ausübe, habe ich nicht öfter Sex wie ganz normaler Mann, der jedes Wochenende einfach dann weggeht und sich irgendwie eine Frau dann nach Hause einfach mitnimmt. Die Schuhe kannst du gleich anlassen. Magst du auch gleich einen Kaffee? Ja, voll gerne. Wie kann man dich eigentlich buchen? Also wie finden dich deine Kundinnen? Ganz einfach über eine Homepage. Kannst du mir mal zeigen, wie das so aussieht, ja, so ein Profil? Ja. Wie zum Beispiel, das ist die Webseite. Die Mädels gehen einfach dann drauf, da sind einfach ein paar Fotos. Da können sie sich gerne mal die Bewertungen einfach dann durchlesen, damit sie ein bisschen wissen, was auf sie zukommt. Gibt es typische Kundinnen, die dich so buchen? Also zum Beispiel ein bestimmtes Alter der Frauen oder sowas? Also bei mir persönlich tatsächlich hat sich so herausgestellt, dass reifere Frauen mich tatsächlich mehr einfach dann buchen. Okay. Das heißt alles ab 35, 40, 45, weil ich einfach die auch attraktiv einfach finde. Nicht vom Äußerlichen, sondern wirklich von dem Mindset, von der Lebenseinstellung. So eine Unterhaltung mit einer 40-Jährigen ist gar komplett anders wie eine Unterhaltung mit einem 20-Jährigen. Obwohl, ich hatte auch mal schon die Frage, wo zum Beispiel auch meine Jüngste war 18 tatsächlich. 18? Ja, 18-Jährige. Okay. Ja, aber normalerweise, wie gesagt, zwischen 30 bis 45, das ist genau auch Alter, wo ich am meisten Vergnügen habe, tatsächlich mit den Frauen zu machen, generell Zeit zu verbringen. Also das heißt, du stehst auch so ein bisschen auf ältere Frauen oder so mittelalte Frauen? Die Frauen, die ich hier kennengelernt habe über diese Plattform, wo ich eine Anfrage bekomme mit ein paar Bildern und ich denke mir einfach so, hey Bro, das kann doch nicht ernst sein, sozusagen. Da frage ich, wieso bucht sie überhaupt einfach sowas? Hast du denn auch Kundinnen, die irgendwie in einer Beziehung sind oder verheiratet oder so? Ich hatte mal die Frauen, die verheiratet waren, aber auch die, die einen Freund haben, aber auch viele Singles. Da hast du dann kein schlechtes Gewissen, wenn du jemanden triffst, der verheiratet ist oder so? In dem Sinne nicht, weil ich hatte auch mal einen Kunden gehabt, die hat mir danach auch noch berichtet, dass nach unserem Treffen ihr Privatleben auch dann besser geworden ist. Sie hat es wirklich gesehen, was ihr gefehlt hat. Und dann hat sie angefangen, natürlich mit dem Mann auch in die Richtung einfach dann zu lenken. Suchst du dir denn deine Kundinnen auch irgendwie aus oder nimmst du jede Anfrage an? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich kann aus zeitlichen Gründen nicht jede Anfrage annehmen. Möchte ich auch tatsächlich gar nicht. Ich filtriere das definitiv schon raus. Deswegen, wenn ich eine Anfrage bekomme, bestehe ich auch sehr nett darauf, dass wir erstmal telefonieren oder FaceTime, dass wir uns besser persönlich einfach kennenlernen, um wirklich rauszufinden, ob diese Chemie einfach zwischen uns passt. Und natürlich die Wünsche von der Frau kennenzulernen. Und wenn ich weiß, was sie möchte und wie wir uns einfach verstehen, und wenn das passt, dann lade ich sie gerne, beziehungsweise lass mich gerne einladen für das persönliche einfach dann Treffen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade in dem Moment noch ein Telefonat, FaceTime mit einem meiner Kunden. Ich habe die Anfrage vor einer Woche bekommen. Wir haben einfach gesagt, lass uns doch am Wochenende ganz kurz FaceTime, uns persönlich kennenlernen und schauen, wie die Chemie passt, ob das überhaupt einfach Sinn macht, sie uns zu treffen. Okay, also das machst du dann meistens, dass du vorher einmal mit den Frauen sprichst. Unbedingt, damit ich sie sehe, damit sie mich sehen. Das erhöht einfach die Chance, dass wir tolle, unvergessliche Zeit miteinander haben, definitiv. Okay, ja dann lasse ich dich kurz mal hier alleine. Ja. Dann kannst du dann in Ruhe deinen FaceTime-Call machen. Bin gespannt, was du berichtest. Hey, grüß dich. Alles bestens, wie geht es dir? Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage, tatsächlich. Sehr gefreut. Also, nur damit ich es gestehe, sehr lange Beziehung hattest du gehabt. Und wie lange? Okay,
dann lassen wir ihn mal in Ruhe. So, du bist fertig. Sehr interessantes Gespräch tatsächlich. Mega cool. Was war das jetzt für eine Frau? Sie war in der Beziehung 13 Jahre lang. Mhm. Und der Mann war ein bisschen einfach dominant, hat sich nur bloß auf sich selber geschaut. Sex hat einfach nicht so richtig gepasst. Und jetzt ist sie jetzt wieder seit kurzem wieder einfach Single und möchte jetzt mal eine andere Erfahrung einfach sammeln. Und hat mir auch wirklich erzählt, sie ist eine Ärztin, sehr wenig einfach Freizeit und hat auch im Online-Dating negative Erfahrungen gesammelt. Wollte auf jeden Fall ausprobieren, mal wirklich was ganz Sicheres einfach zu planen, um sie wirklich an ihrem Wochenende, wo sie wirklich frei hat, auch wirklich das zu bekommen, was sie einfach bekommen möchte. Ein bisschen jünger tatsächlich diesmal, ja, sozusagen. Wie alt? 27, 28. Ah, okay. Bin echt sehr gespannt, sehr gespannt. Es hat mir echt sehr gut gefallen, sehr interessante Persönlichkeit. Was würdest du sagen, was muss man mitbringen, um ein guter Callboy zu sein? Hätte ich jetzt zum Beispiel auch das Zeug dazu, Callboy zu sein? Viele denken, dass wenn du irgendwie ein Bodybuilder einfach Body bist, dann bist du perfekt einfach Callboy, was unrelevant einfach dann Sache ist. Die Frauen tatsächlich, nach meiner Erfahrung, stehen wirklich nicht das aber Äußere, ob man sich wirklich benehmen kann oder intellektuelle Unterhaltungen aufrechterhalten einfach. Dann kann. Das ist tatsächlich das, was die Frauen aktuell suchen, meiner Meinung nach. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch bist authentisch, hast ein Charisma, dass du einfach ganz gut rüberkommen würdest tatsächlich. Ja. Aber hast du irgendwie ein Problem damit, immer abliefern zu müssen? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor als Mann. Ich habe ein Vergnügen daran, einfach abzuliefern. Natürlich hatte ich mal auch eine Phase, wo ich die Frau so attraktiv einfach dann fand und beim ersten Mal einfach viel zu schnell gekommen einfach bin. Und das ist überhaupt kein Problem, da unterhalten man sich irgendwie dann eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann bin ich wieder am Start. Und da geht in die zweite Runde. Ja, sorry, aber wenn ich wirklich einfach merke, dass die Frau mich einfach geil einfach findet und es zeigt, dann muss ich nicht abliefern, das geht von alleine. Hattest du denn schon mal irgendwelche skurrilen oder ungewöhnlichen Wünsche oder Anfragen? Ja, ein oder andere tatsächlich. Als erstes, wo ein Mann mich irgendwie gebucht hat, damit ich einfach seine Frau einfach zum Höhepunkt bringe, in dem Sinne. Mhm. Das war einfach recht interessant, aber was auch ungewöhnlich ist, wo auch der Mann einfach dabei war und da musste auch meine Grenzen ein bisschen einfach überwinden, weil ich weiß nicht, hattest du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Nee, tatsächlich noch nicht. Ja, war auch wunderbar. Andere Anfragen, wo ich auch mal, die ein bisschen weiter weg sind, wo ich wirklich weiter weg fliegen musste tatsächlich. Also das sind auch schöne Erlebnisse, die man einfach echt gerne einfach macht. Was ist das Geile daran, Callboy zu sein? Ja, dieses Gefühl tatsächlich. Dieses Gefühl, wo die Frau am Höhepunkt einfach dann ist. Das tönt mich auch am meisten an. Ja, wenn sie auf den Bauch legt und ich sie einfach von hinten einfach dann nehme und jetzt genau in diesem Moment, wo sie wirklich einfach dann kommt und ich spüre das auch unten, dass das wirklich einfach ganz heiß geworden einfach ist, sprachlos einfach ist, wenn du einfach diese Aussicht einfach dann hast und denkst du, puh, sie ist jetzt gerade irgendwie ganz weit weg in Stratosphäre einfach gelandet gerade, dass du sie dazu gebracht hast, das ist das, was mir einfach gefällt an dem Job, ja. Noah, du hast ja jetzt gleich noch ein Date. Was für ein Date ist das heute? Es ist eine Dame aus Hamburg, mega gestresst mit der Arbeit sozusagen, hat ihre eigene Company, ist voll einfach am Arbeiten. Sie besucht jetzt ein Seminar hier in Düsseldorf. Morgen. Und heute hat sie sich gewünscht, mal vor dem Seminar eine schöne Zeit mit mir einfach zu verbringen. Okay, das heißt, du fährst dann gleich zu ihrem Hotel oder wie? Ganz genau, wir treffen uns im Hotel, an der Bar, trinken was, unterhalten uns, schauen, dass wir die Stimmung bekommen und danach eventuell gehen wir noch in die Sauna und danach ja, haben wir eine tolle Zeit einfach im Hotelzimmer, ja. Machst du dich immer so schick, wenn du dich triffst? Nein, nicht immer. Das ist eine Geschäftslady, die hat ihre Standards. Sie wird auch bestimmt ganz schick aussehen. Dann geht's jetzt gleich bei dir los. Bist du jetzt schon nervös? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Natürlich, jedes Mal bin ich auch persönlich nervös. Aber ich lasse mich einfach dann überraschen. Dann wünsche ich dir ein schönes Date. Ich hoffe, das wird so, wie du dir das vorstellst. Ja, das wird super. Bin mir ganz sicher. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass du so offen warst. Mhm. Hättet ihr euch den Job des Callboys so vorgestellt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir zum Thema Sexarbeit. Auch sehr spannend gewesen. Und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.